Sehr gegrüßt, liebe Freunde. Hier ist MD Vegan. Und heute möchte ich einen richtigen Bananenschmusi machen. Also ich liebe Bananen und manchmal habe ich wirklich Lust, so richtig viel Bananen zu mitzunehmen. Das ist eine wunderbare Sache, finde ich. Und so eignet sich eigentlich nicht besser dazu als ein Schmusi. Einfach die Bananen mixen, köstlich, das ist es schon. Dann möchte ich aber ein bisschen mit Geschmack anreichern. Hier sind meine Bananen, ich glaube es sind 5 oder 6 Stück. So kleine, das ist hier oben deutlich eine große, unten sind ganz kleine, also es sind schon auch noch zivile Bananen. Ja? Da habe ich noch eine Zitrone dazu genommen, die habe ich geschält. Und ich finde, Zitronen und Bananen sind in ihrem Geschmack, im Aroma, sowas von perfekt zusammen. Ja? Ich kann nur sagen, ich liebe das. Da kommt so dieser Traubenzuckergeschmack mit Vitamin C drin oder so. Er kommt so zum Tragen, tritt so hervor. Und es passt so, das bringt in der Banane das Beste hervor, die Zitrone. Und ich habe noch Salbei hier. Im Garten ist nämlich immer noch Salbei, obwohl es schon ziemlich kalt wird. Frost gibt es auch schon. Ich glaube, heute regnet es wieder ein bisschen, es wäre ein bisschen wärmer geworden. Gibt es noch diese Salbeiblätter. Das ist eine schöne, kräftige Pflanze aus dem Mittelmeerraum. Einen sehr starken, intensiven Geruch hat. Die meisten von euch kennen ja sowieso Salbei. Da wird auch Hustentee von gemacht, Erkältungstee von gemacht. Die Griechen haben jetzt ganz viel. Ist eine sehr, sehr schöne Pflanze. Und ich glaube, der passt auch sehr gut zum Zitronen und zur Banane. Ich probiere das mal an, tue einfach alles in den Mixer. Und ich habe mir vorbehalten, noch ein bisschen Kokosnussmilch hinzuzugeben, wenn es nötig sein sollte. Banane wird für sich schon ziemlich flüssig. Das gefällt mir der Banane auch so gut beim Mixen. Ja. Aber es kann sein, dass hier noch, der ganze Smoothie noch ein bisschen dick ist. Natürlich auch noch ein bisschen Kokosmilch dazu. Ich fange mal an und mal gucken, wie es wird. Wie er fließt, ist doch schön. Ne? Schöner, cremiger Schmusi. Und dafür, dass ich mit 3 Zutaten einen wunderbaren Nimm-3 Schmusi machen konnte, der richtig lecker ist, ich glaube, dafür lohnt es sich, die Kokosnussmilch wegzulassen. Ja? Also beim nächsten Mal vielleicht mit Kokosnussmilch probieren, wir werden sehen. Jedenfalls, das ist eine tolle Ausgangsbasis für mich und werde ich mir gleich genüsslich einverleiben. Ja, wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal. Ihr wisst, dann kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept, ein neues Videorezept. Und wir können auch darüber uns auseinandersetzen. Können darüber Kommentare schreiben, das finde ich toll. Auch Fragen, auch wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr auch ruhig schreiben. Das mache ich auch ganz, finde ich, wenn es eine konstruktive Kritik ist, finde ich es ganz gut. Das habe ich gerne und dann steht auch oft ein Dialog, ja, ein Gespräch mit anderen zusammen und so. Das finde ich toll und so kann man gemeinsam ganz toll kochen lernen. Und dann kann man noch viel mehr darüber sagen, über diese Art des Vorgehens. Ich lerne darüber jedenfalls am meisten selber und würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Also, viel Spaß dabei und bis bald.